So, hallo. Manchmal ist es einfach so, dass wir toxische Gedanken haben, negative Gedanken, Gedanken, die uns beeinflussen und die dadurch unser Leben beeinflussen und uns niemals das geben, was wir eigentlich haben wollen. Ja, also heute geht es darum, dass wir sehr oft unter negativen Gedanken leiden, die unser Leben beeinflussen und wie wir das verändern können. Ja, weil wenn wir von der Prämisse ausgehen, dass unsere Gedanken unsere Realität kreieren, müssen wir an unseren Gedanken ansetzen. Ja, die Gedanken, die wir über uns haben, die wir über die Welt haben, die wir über all die Situationen haben, die wir erleben. Ja, so heute möchte ich ohne lange Vorrede mit euch die Art und Weise teilen, wie ich meine toxischen Gedanken verändere. Weil ehrlich, wir haben sie alle. Ja, ich kenne niemanden, der keine negativen Gedanken hat. Und der Trick ist einfach, wir müssen schauen, dass wir sie entdecken und dass wir sie verändern, damit wir unser Leben verändern. So, ich habe dieses 21-Tage-Programm konzipiert. Warum 21 Tage? Weil 21 Tage braucht unser Gehirn, das hat uns die Neurowissenschaft bewiesen, um einen neuen Gedanken in unserem Gehirn zu installieren. Ja, und nur wenn er dort installiert ist, kann er unser Leben beeinflussen. Ja, wir brauchen unser Gehirn, wir brauchen unser Unterbewusstes, wir brauchen unser Bewusstsein und wir brauchen unseren Körper. Das ist alles eine Einheit, die wir verändern müssen. Aber es beginnt mit unseren Gedanken. Okay? So, in diesem 21-Tage-Programm habe ich eine Übung, die 7 Schritte umfasst. Und wenn wir diese Übung täglich machen, die dauert nur 10 Minuten, habe ich festgestellt, bei mir und bei vielen meiner Klienten und Kursteilnehmer, dass sich wirklich gewaltig was verändert. Okay? So, wenn ihr jetzt dabei sein wollt, live oder wenn ihr später guckt, freue mich, wenn ihr kommentiert, ob ihr jetzt guckt oder später, nehmt euch einfach einen Zettel zur Hand und 2 Stifte mit verschiedenen Farben. Ja, ich habe es vorher schon angekündigt, ich hoffe, ihr habt es parat. Und ich werde jetzt diese Übung mit euch durchgehen, so wie ich sie für mich mache. Okay? Und diese 21-Tage-Übung hat diese 21-Tage-Programm hat diese 7-Schritte-Übung jeden Tag für 10 Minuten. Und jeden Tag verändere ich etwas in dieser Übung. Ja? Also es gibt 7 Schritte. Und das ist aufgebaut kontinuierlich, dass wir in tiefere Schichten unserer Selbstüberzeugungen gehen, also unserer negativen Gedanken über uns selbst und über die Welt. Und das Interessante dabei ist, dass wir, wenn wir diese Übung täglich tun, dass wir wirklich jeden Tag etwas Neues entdecken über uns. Und das ist jetzt die Einladung an euch, dass ihr heute mal beginnt, schaut, wie sich das anfühlt für euch. Und wenn ihr dann Lust habt, weiterzumachen, könnt ihr im Prinzip diese Abfolge von Schritten weiter für euch verwenden. Aber ihr könnt das natürlich auch machen, so wie ich es aufgebaut habe in meinem Buch Erfolgreich beginnt im Kopf oder dann in meinem Kurs, der wieder am 11. Oktober beginnt. Zum 4. Mal mache ich den jetzt, wo ich wirklich auch auf die speziellen Themen eingehe, die sich dann im Kurs zeigen. Aber im Prinzip könnt ihr, wenn ihr diese Übung heute mitmacht, die weiterführen. Ja? So, weil es im ersten Schritt am ersten Tag die Prinzipien aufzeigt, um die es geht. Also es geht darum, dass wir eine Methode finden, erstens unsere negativen Gedanken zu entdecken und zweitens die zu verändern. Und das tun wir mit Vorstellungskraft, mit Affirmationen und indem wir unseren Körper verwenden, also den mit einbeziehen, weil unser Körper hat was mit all dem zu tun, was wir so erleben, ja? So, also ich fange einfach mal an. Ihr könnt hinterher noch Fragen stellen in den Kommentaren, aber ich hoffe, ihr habt jetzt was zum Schreiben dabei, also einen Zettel, 2 verschiedenfarbige Stifte und ich fange einfach an mit der Übung, so wie ich sie im 21-Tage-Programm mache. Okay? So, der Schritt 1 ist vom Ende aus fühlen. So, stellt euch bitte vor, wie ihr euch am Ende fühlen wollt. Also, wenn ihr jetzt einen Wunsch habt, der hochkommt, das ist, was ich verändern will,
Stellt euch einfach vor, wie ihr euch fühlen wollt, nachdem ihr das erreicht habt. So schließt kurz die Augen und werdet euch bewusst, was ihr erreichen wollt. Und stellt euch vor, ihr hättet es bereits. Da können dann verschiedene Gefühle hochkommen. Zum Beispiel, ihr könntet euch erleichtert fühlen oder friedlich oder froh. So wie ihr euch eben fühlen würdet, wenn die Veränderung, die ihr euch wünscht, bereits eingetreten wäre. So fühlt dieses Gefühl für 10 Sekunden. Okay, Schritt 2 ist still werden. Es ist gut, still zu werden. Wenn wir uns entspannen und atmen, dann bringen wir sozusagen unsere Gehirnwellen ins Gleichgewicht, sodass sie harmonisch fließen können. So bitte entspannt eure Schultern, euren Bauch und vielleicht verzieht ihr euer Gesicht zu ein paar Grimassen, um die Muskulatur dort zu lockern. Die Zähne liegen entspannt aufeinander. So heute atmen wir, um still zu werden. Wir atmen ein, während wir in Gedanken bis 3 zählen. Dann halten wir den Atem auf 3 und atmen aus auf 3. Also einatmen, 1, 2, 3, halten, 1, 2, 3, ausatmen, 1, 2, 3. So bitte atmet auf diese Weise eine Minute. Atmet einfach weiter. Einatmen auf 3, halten auf 3, ausatmen auf 3. Ganz entspannt. So, Schritt 3, den habe ich Lauschen genannt. So, heute wirst du deinen toxischen Gedanken identifizieren. Den Gedanken, der dich am meisten belastet. Den negativen Gedanken, den du als dominant empfindest und der dich daran hindert, zu sein und zu haben, was du sein und haben willst. So, während du jetzt still bist, lass die Gedanken aufsteigen, die dich belasten. Die Gedanken, die Warnsignale aussenden, wie zum Beispiel Ärger, Wut, Angst, Unsicherheit, Depression, Leere, Traurigkeit. Bedenkt, all das sind Warnsignale für uns. Ja, wenn wir das fühlen, ist es ein Warnsignal, dass wir Gedanken denken, die uns nicht gut tun. So, und beobachtet einfach jetzt, was aufsteigt. Und dann richtet eure Aufmerksamkeit auch auf deinen Körper. So, was spürst du im Körper? Welche Warnsignale gibt dir dein Körper, wenn du solche Gedanken denkst? Hast du vielleicht einen Knoten im Hals, wenn du einen bestimmten Gedanken denkst? Oder ein flaues Gefühl im Bauch? Nimm das einfach alles wahr. 20 Sekunden. So, und schreibt jetzt einfach mal 3 negative Gedanken auf, die euch am meisten belasten. Ja? 3 Gedanken, die gerade so hochgekommen sind. Negative Gedanken über euch, über die Welt. Und dann bringt diese Gedanken in eine Reihenfolge von 1 bis 3.
Der Gedanke, der euch am meisten belastet, steht an der ersten Stelle. So, das ist der Gedanke, mit dem ihr euch in den 21 Tagen, die jetzt folgen, beschäftigen werdet. Das ist euer dominanter, negativer, toxischer Gedanke. So, Schritt 4, Nachdenken. Ja, es geht auch ums Nachdenken, ums Analysieren, ja, ums Reflektieren. So, beim Nachdenken beginnt ihr jetzt, diesen Gedanken zu untersuchen, den ihr gerade identifiziert habt. Und ich bitte euch, diesen Gedanken euch als einen Baum vorzustellen. Die Äste, die Blätter, den Stamm dieses Baums und die Wurzeln. Ja, habt vor eurem inneren Auge jetzt einfach mal euren Baum, euren Gedankenbaum, der diesen negativen, toxischen Gedanken repräsentiert, und seht tatsächlich die Wurzeln, den Stamm, die Äste und die Blätter. Das ist euer Baum, euer Gedankenbaum, genauso wie ihr ihn euch vorstellt. Und jetzt betrachtet zuerst die Äste. Die Äste, das sind eure Verhaltensweisen, also so wie ihr euch verhaltet in bestimmten Situationen, die mit diesem negativen Gedanken zu tun haben. Ja. So, jetzt beginnst du einfach mal, diese Verhaltensweisen zu identifizieren. Das sind die Äste. Ja. Und lass dich dabei von ein paar Fragen leiten. Was tue ich immer wieder, das mich zurückzuwerfen scheint? Warum ist das so? Wann hat sich das Verhalten so entwickelt? Und wie habe ich mich früher verhalten, bevor ich mich so verhalten habe? Warum, glaubst du, verhältst du dich so? Das sind die Äste, eure Verhaltensweisen. Und jetzt schaut euch die Blätter an, die stehen für die Emotionen. Frag dich, wie fühle ich mich in diesen Situationen, wo ich mich so verhalte? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr euch so verhaltet, wie ihr euch eigentlich nicht verhalten wollt? Und jetzt betrachtet den Stamm eures Baums. Dieser Stamm des Baums, der symbolisiert euren Blick auf die Welt. So, lass dich von der Frage leiten, welche Perspektive nehme ich ein? Unter welchem Blickwinkel sehe ich die Welt? Und wie beeinflusst diese Perspektive mein Leben? Ja, wir haben alle eine unterschiedliche Perspektive auf die Welt. Für manche ist die Welt was Bedrohliches, für andere ein Spielplatz, für wieder andere ein Füllhorn, für wieder andere eine gleichgültige Welt. So, was ist meine Perspektive auf die Welt? Und dann meine Perspektive auf die Welt. Wie beeinflusst die mein Leben, mein Verhalten, meine Gefühle? So, werdet euch klar über euren Stamm, über eure Perspektive auf die Welt. Und jetzt betrachtet die Wurzeln des Baums. Die Wurzeln symbolisieren eure Ursprungsgeschichte. Die Ursprungsgeschichte dieses negativen Gedankens, den ihr identifiziert habt. So, fragt euch, wann hatte ich diesen Gedanken zum ersten Mal? Welches Ereignis hat dazu geführt, dass ich diesen Gedanken für wahr halte? Ja, und das kann sowas sein wie, mein negativer Gedanke ist, ich bin nicht gut genug. Wann habe ich mich zum ersten Mal nicht ausreichend gefühlt, nicht gut genug? Was hat mich dazu gebracht, diesen Gedanken für wahr zu halten? Ja, und macht euch keinen Stress, es ist der erste Tag, die erste Übung. Ihr müsst den Ursprung noch nicht wirklich erkennen. Ihr habt 21 Tage dafür Zeit, wenn ihr das 21 Tage macht.
So, denkt jetzt 20 Sekunden über euren Baum nach und über all das, was ich gesagt habe. So, Schritt 5, der fünfte Schritt, da geht es ums Schreiben. So, nehmt jetzt bitte euren Zettel, eure Unterlagen, was immer ihr habt, und euren Stift zur Hand. Und bei diesem Schritt bringt ihr zu Papier, worüber ihr eben nachgedacht habt. Ja, ihr müsst nicht alles aufschreiben. So, setzt euch bitte nicht unter Druck. Aber beginnt damit, dass ihr euren toxischen Gedanken, den ihr identifiziert habt am Anfang, im ersten Schritt, in die Mitte schreibt. Und von da aus, von diesem toxischen Gedanken, zieht ihr vier Linien. Eine Linie steht für euer Verhalten, da schreibt ihr was dazu, in Bezug auf diesen toxischen Gedanken. Die zweite Linie steht für eure Emotionen. Wie fühlt ihr euch bei diesem Verhalten? Die dritte Linie steht für eure Perspektive auf die Welt, so wie seht ihr die Welt? Und die vierte Linie steht für eure Ursprungsgeschichte. So, was habt ihr jetzt bereits vielleicht erkannt in Bezug darauf, wo dieser toxische Gedanke herkommt? Ja, also schreibt jetzt bitte auf, was ihr in Bezug auf diese vier Bereiche beim Nachdenken erkannt habt. Und nehmt euch 20 Sekunden Zeit. Das mag jetzt sehr kurz erscheinen. Und wenn ihr mehr Zeit braucht, könnt ihr das Video später angucken und stoppen und euch mehr Zeit geben. Aber es geht einfach darum, dass wir nicht zu tief eintauchen jetzt. Es geht hier um etwas Spontanes, das hochkommt. Ja, ich möchte nicht, dass ihr darüber grübelt und euren Verstand großartig einsetzt. Hier geht es darum, was spontan hochkommt. Das ist der erste Tag. Ja? So, vermeidet einfach, zu tief einzutauchen und euch mit eurem Verstand um das Ganze herum zu wuseln. Ja? Es geht wirklich darum, einfach mal das aufzuschreiben, was spontan hochgekommen ist. So, es geht wirklich darum, aufsteigende Gedanken zu entdecken und später zu transformieren. Ja? Und wir haben 21 Tage Zeit, wenn wir das durchziehen. So, 20 Sekunden. So, Schritt 6, das ist Lesen. Ja? Jetzt lest ihr euch einfach nochmal durch, was ihr eben geschrieben habt. Und während ihr das tut, bitte seid euch bewusst, dass ihr bereits jetzt auf der Suche nach einer Lösung seid. Und Lösung bedeutet, den toxischen Gedanken in einen positiven Gedanken zu verwandeln, zu transformieren. Weil das ist das Ding, was wir wollen. Ja? Wir wollen uns nicht mehr auf die toxischen Gedanken, auf die negativen Gedanken fokussieren. Wir wollen eine neue Gedanken etablieren in unserem Gehirn, damit wir etwas Neues erleben. Ja? Also ihr seid jetzt bereits ganz unbewusst auf der Suche nach der Lösung. Ihr beginnt jetzt schon mit der Dekonstruktion eurer toxischen Gedanken und mit der Neukonstruktion eines positiven Gedankens ganz unbewusst. Das ist ohne Anstrengung. Ja? Es passiert einfach. So, beim Durchlesen, bitte fragt euch, ob ihr da Trigger erkennt, Auslöser, äußere Reize, die immer wieder das verursachen, was ihr nicht mehr erleben wollt, die euch in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise reagieren lassen. Und bitte nehmt eine neue Farbe, wenn ihr das Geschriebene jetzt beim Lesen ergänzen möchtet. Also wenn euch jetzt noch was einfällt, wenn noch eine Erkenntnis kommt oder eine Lösung kommt. Ja? So nehmt einen andersfarbigen Stift. Und während ihr lest, könnt ihr ergänzen, was euch noch dazu einfällt. Also bitte, in diesem Schritt geht es darum, wirklich tief nachzudenken. Tief nachzudenken ist eine Herausforderung für unser Gehirn. Ja?
Es bringt uns dazu, etwas Neues zu lernen. Also lasst euch ein auf dieses tiefe Nachdenken. Nicht das Oberflächliche, ja, ich lese mal durch. Oder? Tiefes Nachdenken, darum geht es bei diesem sechsten Schritt. Ja? So wieder 20 Sekunden. Okay, und jetzt der siebte und letzte Schritt, da geht es darum, ins Tun zu kommen. Da werde ich dann in dem 21-Tage-Programm euch jeden Tag eine Aufgabe geben, die dafür sorgen soll, dass das, was ihr jetzt erkannt habt und bereits begonnen habt zu transformieren, tiefer sinkt, indem ihr zum Beispiel euren Körper mit einbezieht. Ja? So, jeden Tag werde ich euch eine Aufgabe stellen, die ihr am darauffolgenden Tag ausführt. Ja? So, wenn ihr diese tägliche Übung zum Beispiel am Abend macht, also diese, was ich jetzt gerade mit euch gemacht habe, die 7-Schritte-Übung, dann könnt ihr das Tun am darauffolgenden Tag ausführen. Wenn ihr die Übung am Morgen macht, also diese, weil während des Programms, ihr könnt ja wählen, ob ihr live dabei seid am Abend oder am nächsten Morgen oder wann auch immer dieses Video nachschaut. Wenn ihr die Übung also zum Beispiel am Morgen macht, könnt ihr sie im Laufe des Tages, könnt ihr den siebten Schritt, dieses ins Tun kommen, üben. Ja? So, die Übung für heute ist, 7-mal am Tag betrachte, was du heute geschrieben hast. Ja, also was ihr gerade heute aufgeschrieben habt, morgen betrachtet ihr das 7-mal am Tag. Muss nicht lange dauern, ja. Ihr müsst es nicht ganz durchlesen, ihr müsst nicht darüber nachdenken. Ihr lasst einfach den Blick ein paar Sekunden darüber schweifen und dabei denkt ihr an etwas Schönes. Irgendwas, was euch in eine frohe, friedliche Stimmung versetzt. Das kann eine Blumenwiese sein, ein spielendes Kätzchen oder das glitzernde Meer im Sonnenschein. Einfach irgendein Bild, das ihr visualisiert, das euch froh und positiv stimmt. Ja? Also 7-mal am Tag, betrachtet einfach eure Aufzeichnungen, lasst den Blick darüber schweifen und während ihr das tut, habt dieses wunderbare, positive, frohe, friedliche Gefühl, das eure Imagination euch mit einem bestimmten Bild liefert. Ja? Und um euch daran zu erinnern, könnt ihr euch einen Wecker stellen, am Handy zum Beispiel, oder ihr könnt euch Post-its aufhängen oder wie auch immer ihr das tun wollt. Ja? Dadurch wird das, was ihr bei der 7-Schritte-Übung erkannt habt und bereits begonnen habt zu transformieren, verfestigt. Ja? So, das ist der erste Tag des 21-Tage-Programms. Ich habe es in meinem Buch Erfolgreich beginnt im Kopf genau beschrieben und dazu natürlich noch viele andere Dinge, warum dieses Programm toll ist und wie wir überhaupt unsere Gedanken verändern können. Aber so, das ist der Beginn. Ja, ich bin so überzeugt durch all meine Erfahrungen, wir können nicht auf Knopfdruck negative Gedanken in positive verändern. Wir müssen Beständigkeit reingeben. So wie wir lange Zeit einen negativen Gedanken aufgebaut haben und in uns aufgenommen haben, ihn begonnen haben zu glauben und demgemäß unsere Welt kreiert haben, müssen wir beginnen, diesen Gedanken abzubauen und neue positive Gedanken aufzubauen, die diesen alten, toxischen, negativen Gedanken ersetzen. Und das dauert nicht furchtbar lange. Ja? Die Wissenschaft, Neurowissenschaft sagt, wir brauchen 21 Tage, um in unserem Gehirn einen neuen Gedanken zu etablieren. Und wir brauchen nochmal 42 Tage, um diesen Gedanken zu einer neuen Gewohnheit zu machen. Also in meinem 21-Tage-Programm mache ich diese Übung mit euch, die dauert 10 Minuten pro Tag, 21 Tage lang. Die darauf folgenden 42 Tage habe ich im Buch beschrieben, was man dann tut, um immer wieder zurückzukommen zu dieser neuen Gewohnheit. Und in meinem Kurs, der am 11. Oktober beginnt, das 21-Tage-Programm, begleite ich euch dann nach diesen 21 Tagen nochmal 42 Tage mit täglichen Erinnerungen daran, damit das Neue sich wirklich festsetzen, durchsetzen kann und
ersetzen kann, was ihr bisher gedacht und dadurch erlebt habt. Ja? Also, der neue Kurs beginnt am 11. Oktober und ich habe schon drei vorher gemacht und diesmal geht es darum, endlich frei zu werden von toxischen Gedanken über uns selbst. Ja? Und das ist der Beginn. Das, was wir über uns selbst denken, kreiert uns, definiert uns. Und so wie wir sind, das werden wir erleben. Ja? Also es beginnt alles in uns, in unserem Innern, so wie innen, so wie außen. Das heißt, wir müssen damit beginnen, die toxischen Gedanken über uns selbst zu verändern. Ja? So, also ich freue mich, wenn ihr heute was mitgenommen habt, wenn ihr allein diese 7 Schritte jeden Tag ausführt für mindestens 21 Tage. Ihr werdet sehen, es verändert sich ein Berg. Ja? Ansonsten das Buch hier könnt ihr benutzen als Anleitung. Es sind wirklich, glaube ich, viele interessante Dinge drin. Viele, die jetzt zugucken, weiß ich, haben das Buch gelesen oder waren schon in den Kursen vorher dabei. Also ich freue mich, wenn ihr euch das Buch besorgt. Aber ansonsten, wenn ihr nur den Kurs machen wollt, er beginnt am 11. Oktober. Dauert natürlich 21 Tage. Es sind 3 Zooms dabei, 3 Gruppencoachings, wo ich euch wirklich auch helfe, ganz persönlich mit euren Themen auf den Grund dessen zu kommen, was euch hindert, das zu sein, das zu haben, was ihr haben wollt. Ja? Den Link zum Kurs poste ich dann unter das Video. Und ansonsten danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich stelle mir jetzt einfach vor, dass allein dieses Video schon super viel bewirkt bei euch. Ja, okay. Habt noch einen wunderbaren Sonntagabend. Wir sehen uns.